zugegeben. Nur ganz hartgesottene baden bei 15 Grad Wassertemperatur im Januar im Meer. Aber wenn die Sonne scheint, ist es an Land durchaus angenehm. Im Winter gehört El Arenal den älteren Semestern. Die meisten lassen es ruhig angehen. Aber es gibt auch andere, die mehr Action brauchen und zum Beispiel wandern. Peter Knabe ist so einer. Bis zu seiner Pensionierung war er Reiseleiter in aller Welt. Jetzt führt er Wanderungen auf Mallorca. Darauf kommen wir später noch einmal zurück. Beim Hotel Christina wird derweil das Tanzbein geschwungen. Diese beiden hier betreiben das auch zu Hause in Deutschland sportlich. Andere finden, dass die allmorgendliche Gymnastik genau das Richtige ist. Das Angebot des Neckermann-Clubs Vital findet regen Zuspruch. Die älteste Teilnehmerin ist 90 Jahre alt. Überlegen Sie mal, jeden Morgen, 4 Monate im Freien, jeden Morgen 1 Stunde Gymnastik und noch 1/2 Stunde Tanzen im Freien. Ist doch was Wunderbares. Enkaustik, eine Wachsmaltechnik mit Bügeleisen, können die zumeist weiblichen Teilnehmer im Kreativkurs lernen. Viele Männer spielen lieber beim Skat-Turnier mit. Es wird Modeschmuck gemacht, Gläser werden bemalt und vieles andere. Was allen Langzeiturlaubern aber besonders am Herzen liegt, ist die Rundumbetreuung. Ein Beispiel. Ich bekam einen Stoß und fiel der Länge nach hin und gehe jetzt seitdem 14 Tage schon an Krücken, habe aber nichts gebrochen. Nur so, was ich eigentlich sagen wollte, ich war natürlich bestens aufgehoben, abgesehen davon, dass meine Schwester auch da war. Aber das Essen wurde mir gebracht, nicht? Das Zimmer wird gerichtet. Vom Bett aus schaut man aufs Meer, auf die Promenade, sieht die Segler, die Surfer und so. Also, und dazu scheint dann noch die Sonne. So schön die Kathedrale von Palma und die Stadt selbst auch sind, so manche der älteren Herrschaften würden solch einen Ausflug allein nicht machen wollen. In der geführten Gruppe aber schon. In einer der verwinkelten Gassen der Altstadt befindet sich eine jahrhundertealte Schokolateria. In stilvollem Ambiente genießen die Überwinterer heiße Schokolade und Ensaimada, Mallorcas berühmtes Schmalzgebäck. Wunderbar, köstlich. Wo kommen Sie her? Aus Bochum-Wattenscheid. Und wie oft waren Sie schon hier? 16 Mal, in jedem Winter Langzeit. Peter Knabe, Reiseleiter im Ruhestand und aktiver Wanderführer, hat sich ganz auf Mallorca niedergelassen. Er kennt sich bestens auf der Insel aus. Es geht hinauf auf die Burgruine von Alaró am Rande des Tramuntana-Gebirges. Peter Knabe erzählt eine Begebenheit aus dem 14. Jahrhundert. Die letzten Königstreuen, aber die haben sie natürlich ausgehungert. Ein Jahr haben sie sich fast halten können. Und dann wurden die beiden Anführer, Cabrit und Bassa, die wurden in Alaró lebendigen Leibes auf dem Marktplatz gebraten. Oh. Aber heute gibt es kein Braten von denen, sondern heute haben wir Lammbraten. Okay, warten wir uns hoch. Der Lammbraten muss aber erst noch verdient werden. Die Wanderung ist nicht besonders schwierig, hat es aber doch irgendwie in sich. Anders als in deutschen Mittelgebirgen sind die Wege hier oft steil und fast immer sehr steinig. Man braucht stabiles Schuhwerk und die richtige Strategie. Wer auf einen solchen Berg schnell hinauf will, muss langsam gehen. Auf dem Burgberg von Alaró angekommen, haben die Wanderer dann diese Aussicht. Ganz hinten am Horizont liegt die Inselhauptstadt Palma. Wieder hinunter führt der Weg durch einen Olivenhain bis auf die halbe Höhe des Berges. Hier wartet das Mittagessen. Der Landgasthof Esveger ist eine mallorquinische Legende. Spezialität: Lammbraten und Zicklein von allerfeinster Qualität. Zubereitet von diesen, auch nicht mehr ganz jungen Herrschaften, seit mehr als 40 Jahren. Peter Knabe kennt die Wirtsleute schon seit einer kleinen Ewigkeit und hilft deshalb beim Servieren. In Sichtweite Palmas, 15 Autominuten von der Inselhauptstadt entfernt, haben Peter Knabe und seine Familie ihre Wurzeln geschlagen.
Diese Finca ist schon ihr zweites Haus auf Mallorca. Die Kinder sind erwachsen. Peter Knabe und seine Frau haben das Anwesen nun für sich. Sein erster Ansiedlungsversuch auf der Insel liegt fast ein halbes Jahrhundert zurück. Meine Mutter wollte hier an sich im Jahre 1960 ein Hotel kaufen. Wurde von guten Freunden in Deutschland beraten. Und wir fuhren dann hier im Sommer 1960 runter. Und ich habe dann ein halbes Jahr in dem Hotel, was wir an sich kaufen sollten, gearbeitet. Leider war der Verkäufer nicht der Besitzer des Hotels. Und nach einem halben Jahr, als das Ganze rauskam, waren wir unser Geld los. Es folgten zahlreiche andere Projekte. Das vorläufig letzte ist die Finca. Es war eine Ruine. Jetzt ist unser Ruin, weil wir 7 Jahre dran gebaut haben. Es sah grausam aus. Nicht? Aber wir haben viel dran gemacht. Und ist auch wunderschön geworden, mit Bodenheizung, allem drum und dran. Nicht? Ist einfach schön jetzt. Nicht? Bei 8000 Quadratmetern hat man genug zu tun. Das heißt, Bäume beschneiden, Gras mähen, Unkraut rupfen, Esel füttern. Ja, ist genug Arbeit da. Wo ist der Liebste hier? Seit 3 Jahren bin ich in Pension. Und ich muss sagen, es geht mir gut. Erste Bypass oder die ersten beiden Bypässe sind gelegt. Und die helfen vielleicht noch 10, 15 Jahre weiter. Nicht?